Moin Leute und herzlich willkommen zum Informationsvideo rund um GTA Online, denn am Dienstag wurden neue Sachen hinzugefügt. Ehrlich gesagt wurde nur eine neue Sache hinzugefügt, denn es gibt einen neuen Supersportwagen, nämlich den Coil Zyklon. Also das Fahrzeug ist ja vom Design her schon richtig, richtig heftig. Also wenn wir jetzt mal ins Internet gehen, dann auf Legendary Motorsport finden wir das Fahrzeug für schlappe 1,8 Millionen Dollar, beziehungsweise knappe 1,9 Millionen Dollar, wenn man es so ein bisschen aufrundet. Auf jeden Fall ist der Preis schon mal nicht ohne. Aber na gut, vielleicht ist das Fahrzeug ja überragend in den Fähigkeiten. Also designtechnisch ist das Fahrzeug auf jeden Fall 1A mit Sternchen. Denn Leute, es ist ein Elektroauto. Also Sounds gibt's nicht, aber es ist, ja, ist normal für Elektroautos. Beim Tuning fertigt das Fahrzeug wie jeder andere Supersportwagen. Ihr könnt ja die Lackierung ändern. Scheinwerfer, Spoiler und so weiter und so fort. Was aber ganz cool ist, ihr könnt Designs drauf klatschen. Sind zwar nicht viele, aber auf jeden Fall ist das Fahrzeug dadurch ein bisschen cooler, würde ich mal sagen. Aber kommen wir jetzt einfach mal zu dem wichtigen Teil. Zu den Fähigkeiten, also was das Fahrzeug so kann. Das Fahrzeug generell hat eine mega krasse Beschleunigung, da es ein Elektroauto ist. Ist ja auch im echten Leben so, Elektroautos haben eine krasse Beschleunigung. Aber ein sehr, sehr großes Minus, Leute, das Fahrzeug bricht sehr schnell mit dem Heck aus. Also kurventechnisch ist das Fahrzeug echt eine Niete. Und außerdem, Leute, wenn das Fahrzeug mal seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, was relativ schnell geht, war es das auch. Denn die anderen Supersportwagen, also jetzt der Wagner zum Beispiel oder die Banshee 900R, sind auf jeden Fall schneller. Natürlich sind sie in der Beschleunigung nicht ganz so schnell, aber die können ja dann auf einer längeren Strecke dann locker wieder einholen, da das Fahrzeug von der Höchstgeschwindigkeit leider nicht wirklich gut ist. Deswegen ist dieses Fahrzeug eindeutig für Rennen ungeeignet. Leider, aber es ist so, Leute. Und vor allen Dingen 1,89 Millionen Dollar ist schon echt viel für einen Supersportwagen. Aber na gut, Leute, es ist halt auch ein Elektro-Supersportwagen. Wer es mag, kann es sich kaufen, wer nicht, dann nicht. Auf jeden Fall ist es für Rennen ungeeignet. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht für Rennen benutzen, das steht schon mal fest. Aber für die Leute, die das nötige Kleingeld haben und sagen, ja, ich sammle geile Supersportwagen, der muss auf jeden Fall mit da rein. Erstens, es ist ein Elektroauto, zweitens, das Design ist schon richtig, richtig heftig gemacht. Also, mir gefällt es persönlich sehr und ich werde das Fahrzeug auch behalten. Aber wie gesagt, nicht für Rennen. Aber sonst wurde eigentlich nichts wirklich hinzugefügt in GTA Online. Die Eventwoche ist so, naja, also es gibt auf jeden Fall doppelt Geld und doppelt RP bei diesem Gegnermodus. Und ich glaube noch bei Stuntrennen gab es noch doppelt Geld und doppelt RP. Also wer ein bisschen Geld und RP braucht, kann auf jeden Fall ein bisschen Cash bzw. RP da sich erspielen. Aber sonst ist es jetzt nicht so überragend, was in Dienstag hinzugefügt wurde. Aber so am Rande war es jetzt eigentlich auch schon mit einem Informationsvideo. Wenn euch das Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Informationsvideos wie dieses hier verpassen. Habe ich mir jetzt mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.